So, wollen wir die Produktion nach weißen Cubes aufstellen? Übrigens merke ich, da ich das Spiel mal gestartet habe, wie das einfach, ja, wie soll man sagen, wie die Sucht halt einfach wieder startet. So, sind auch alle Slots voll. Und dann müssen wir die Antimaterie reinschieben. Hier kann ich hier die weißen Cubes rausholen. Ja, kacke nochmal. Sollte irgendwo die alte Materie auch reinschieben. Können. Nein. Ah, er hat den Filter umgesetzt. Da gehört das rein. Oh, du fucking Ding, ey. Wenn du hier so scheiße stehen würdest. Oh, weiße Cubes. Vier Stück die Minute. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ob 13 war die Höhe.
Na komm, wenn zurzeit nur 8 gehen, dann mache ich erstmal nur 8. Weil ich eh nicht auf die Maximalproduktion komme bei den Cubes. Also wird das schon passen. Schöner ist mir gerade übrigens egal. Wie das alles optimiere, ist wahrscheinlich die Forschung eh schon durch. Bevor ich alles optimiert habe. Verbessern wir erst mal unsere Ray-Dinger. Dann können wir die Dyson-Sphäre besser ausbeuten und das passt dann. Ich möchte gerade einen Solarsegel-Orbit machen, damit, also für den inneren Bereich. Als Layer 2. Moin, Vandalen. So, dann ist die Hälfte von den Geschützen hier auf dem zweiten Orbit. Oh, der Anschlusswinkel ist aber kacke. Und ich kann es nicht editieren. Na, nicht schlimm. Hallo Ramsi. Wieso? Ziehen der Dyson-Sphäre gerade Energie, die ich für was anderes brauche.
Ach du kleine Katze. So, das Ding wird endlich mal fertig gebaut da außen. Verstehe ich übrigens auch nicht, dass meine früheren Befehle, was aufgebaut wird, nicht gemacht werden. Das passt schon alles. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, dass ich so, da ich die Antimaterie nicht komplett verbrauche. Hier schon. Die Dinger werden ja eh langsam verbraucht. Tschüss, Informant. Schlaf gut. So, da ist die Produktion niedrig, weil das nicht verbraucht wird. Das ist schon in Ordnung. Das mit den Komponenten bleibt ja dasselbe wie immer. Kacke. Okay, theoretisch produziert der bis oben hindurch. Das dauert einfach ewig. Also was machen wir? Wir bauen das alles anders auf. Wieso spielst du kein, was soll das sein, World of Tanks? Weil ich World of Tanks einen schwierigen Titel finde. Der aufgrund einer gut versteckten Spirale, die zum Kauf anregen soll, es ein bisschen schwierig macht, das zu supporten. Also ich habe World of Tanks ganz früher mal gespielt, da war es okay. Ich bin aber eher der War Thunder-Spieler als der World of Tanks-Spieler bin. Nur mal so am Rande. Aber ich finde das eine merkwürdige Frage. Und warum kein World of Warships? Weil ich das auch früher mehr gespielt habe, aber dann auch keine Lust mehr hatte darauf.
Weil diese ganzen Free-to-Play-Titel halt einfach unglaublich viel Zeit verschlingen und du musst sie halt wirklich dann sehr intensiv spielen. Ich war sogar früher mit den Entwicklern gut in Kontakt. Die haben ja auf einige, sag ich mal, gut gebaut, dass die weiter Werbung machen für ihr Produkt. Und sie machen angeblich sehr gute Partys. Russen halt. So, den stelle ich auch mal eben kurz ein. Genauso wie ein Antimateriezufluss. Moment mal. Ich werde jetzt, um es mit im Video zu haben. Da ist ein Sphere Program Calculator. Ich glaube, der Dyson Calculator hat mir bis jetzt am besten gefallen. Produktionsplaner. Das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt so haben wollte. Zehn Prozent davon. Sagen wir mal, für einen Universe Matrix benutze ich 25% eines vorherigen Cubes Produzenten. Maximal. Also kann ich viermal so viele Forschungsstationen einsetzen, als ich davor habe. Also könnte ich 3 13er-Türme machen. Ne, 4 13er-Türme. Oh shit, es geht ja noch höher. 15. Aber ich lasse es dann bei den 15. Also 30 Türme für weiße Cubes. Plus dann der Antimaterieproduktion, die ich in der Lage bin, zurzeit einzubringen. Rote Cubes.
Das wird jetzt nicht schön. Hab nämlich keine Lust, alles nochmal umzubauen. Oh, sehen wir übrigens schon, wie blau und rot ganz schön aufgesaugt wird. Könnt gerne auch 15 haben. Da es ja alles angeliefert wird und ich davon inzwischen eine hohe Produktion habe, sollte das ja auch kein Ding sein. Also schön, dass in WoT du das Spiel deiner Träume gefunden hast. Aber es ist halt nicht meins. Also ich kann es halt auch gern nochmal erwähnen. Kannst auch mit dem Chat darüber reden, ja. Ach scheiße, wisst ihr, was jetzt fehlt? Antimateriezulieferung. Das ist ja richtig kacke eigentlich hier gelöst. Das sind 5 Bänder plus die Zulieferung der Antimaterie und das ärgert mich gerade so ein bisschen. Ist jetzt gerade auch nicht anders, wie ich das lösen soll. Da habe ich den Sortierer, dann haben wir genau eine Verteilung von 50-50.
7 Sekunden. Mal 4, 120, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Theoretisch könnte ich 17 Stück befüllen. Glaube ich aber nicht. Denke mal 8. Machen wir noch ein 9er. 9, 10. Gucken wir mal, ob die voll gehen. Bin jetzt zu faul nachzurechnen. Du bist so ein richtiger Schwanzpeitscher. Meine Gigawatt-Kapazität ist ja mal gestiegen. 4,3 waren wir letztes Mal, sind wir bei 4,67. Weil wirklich, weil der Ring sich jetzt ein bisschen schneller aufbaut, weil ich den zweiten Orbit gemacht habe, wo der halt auch seine Solarsegel herkriegt jetzt. So, Forschung funktioniert auch alles. Gut. Was wollte ich schauen? Ich wollte mal gucken, wie viele Strukturpunkte ich noch benötige. Ich lasse die Mini-Fusionskraftwerkanlagen jetzt mal stehen einfach. Die Produktionskette läuft. Was willst du machen? Alles auf Storage und hier läuft doch gar nichts. Ach, das ist meine alte Chemieproduktion, die ich hier brauche, weil ich Chemie jetzt abpumpe. Also beziehungsweise die Säure pumpe ich hier ab auf einem anderen Planeten. Das ist obsolet geworden. Abschussrahmen, wo seid ihr? Da unten rechts. Hier, warum legst du ein Pfötchen auf meinem Arm, hm? Was kann ich gegen dich tun, kleiner Stinker? Tja, tut mir leid, wenn das alles im Rückstau ist. Kann ich aber auch nicht ändern. Ne, die waren gar nicht da unten rechts, da oben links.
habe keine Ahnung, wo ich Beta-Spieler war bei World of Tanks. Das ist schon so lange her. Aber den Nick gibt's eigentlich nur einmal. Oh, guck mal hier. Ich habe eigentlich fast alle Strukturpunkte abgeschlossen. Wobei, das kostet einfach 8.000. Auch 4.000. Ach, Leo. Die haben das Aussehen, glaube ich, ein bisschen verändert von den Partikelteilen. Bei diesen Haken hier vorne um die Ecke hatten die vorher auch nicht. Hier diese Ausbau, das Ausbauding. Wir sollten auch wieder 100% verbrauchen von dem, was hier rauskommt. Ach ja. Also eigentlich ist es jetzt, theoretisch könnte ich so das Spiel jetzt einfach 50 Stunden laufen lassen. Wahrscheinlich wird es nicht so lange dauern. Und solange ich meine Ressourcen nicht komplett einbrechen, komme ich so bis zur finalen Forschung. Muss nur was umändern. So, geht da rein.
will nämlich den rüberleiten, dass ich den von oben darunter ziehe. Dann ziehe ich die noch ein bisschen weiter und kann dann hier nochmal Forschung aufbauen. Dann kann er sich hier in der Mitte bedienen von beiden Seiten bei der Antimaterie. Weil ich glaube, es will, ich kann drei Türme betreiben. Glas fehlt. Drei. Dann 12 weitere. Weil, was soll ich machen? Optimiere ich halt die Forschung. Damit das alles vielleicht nicht so lange dauert. Was anderes gibt es gerade nicht zu tun. Sehr schön. Effizienz erhöht. Also, dass wir von der Dyson Sphere besser die Energie abbekommen mit den Ray Tracern. Moment, lass mich mal eben auch ein paar von den MK3-Bändern holen. Was ist los, Kika? Leo guckt mich ein wenig verdattert von unten an. Schätzchen. Du bist der liebste Psychopartner, Partner. Psychokater der Welt. Auch wenn du bestimmt mich im Schlaf umbringen wollen würdest. Du die Chance kriegst, aber du kriegst die Chance nicht. Der Hund bewacht mich nachts. Ach, Leolein, das kann doch nicht bequem sein. Antimaterie wird eingesaugt. Der Hund sitzt nebenan und freut sich aufs Leckerli. Welches Leckerli? So wie in dem Rückstau kommen da schon keine mehr raus. Moment. Ich hatte den auf 10 gemacht, ne? Dann können wir noch 5 weitere setzen. Auch direkt bis oben hin befüllt.
Was mich dann jetzt doch irritiert, sollte ich noch mehr Dinger bauen? Okay, Forschung würde 63 Minuten dauern, so. Okay, ich baue noch mehr Forschung. Obwohl es natürlich die 8000 weißen Cubes, ich glaube, so eine große Forschung habe ich überhaupt nicht, also später gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, die höchste von der Anzahl der weißen Cubes. Finalforschung selbst auch nur 4000 Cubes. Die sind endlich zu forschen, es gibt immer ein Level mehr. Was? Das ist ja ekelhaft. Aber auch nicht jede Forschung ist unendlich forschbar. Ja, doch. Naja, nicht schlimm. Nur mit der liegenden 8 oben in der Ecke. Ach so, da. Du meinst im Icon. Der ist auch unendlich. Logistik Carrier ist auch eine Unendlichkeitsforschung. Also, die das Unendlichkeitszeichen haben, wolltest du sagen. Ja, dann werde ich hier noch die finale Forschung machen. Ich sehe, es gibt ein Prozessorenproblem in den Produktionen. Ja, warum nicht? Kann man mal haben. Und mit irgendwas muss ich ja die Zeit vertreiben. Das Unendlichkeitssymbol, Fragezeichen.
Wo ich jetzt schon weiß, die Grundproduktion wird zu niedrig sein. Also für die Vorstufen des Prozessors. Das sind ja hier diese Mikrokristalline. Und die normalen Boards. Wobei ich dafür irgendwo Produktion habe, bestimmt. Aber die sollten maximal ausgelastet sein, oder? Makes the planet gray again. Ja. Gibt's ja auch gar nicht. Boah, wie viel Zeit ich eigentlich übrigens in dem Durchlauf gespart hätte, wenn ich Assembler und so weiter mal automatisiert hätte zwischendurch. Willst du runter, Leo? Hilf, ein Katzenschwanz! Runter oder umlegen? Runter. Ach. Ein Traum. Was? Du hast Sonnenprobleme für Silizium? Dabei finde ich, Silizium ist auch sehr gut verteilt. Obwohl, ich habe keine Ahnung, wie viel ich in den letzten 2 Stunden wieder verbraucht habe.